Aber was kommt denn? Die Meilenstein. Das ist ein Kopfgeld, okay. Das Problem ist, wir müssen kurz dafür sorgen, dass wir auf Rangstufe 2 kommen. So, oh. Gut. So viel dazu. Ja, das ist ab und zu ein bisschen problematisch. Komm, mir muss da irgendwo einer sein. Ist hier nirgendwo einer? Ne, hier ist keiner mehr. Das ist immer das Problem, weil die dann wenden und dann... Ich wollte gerade ansprechen, dass man denen manchmal reinfällt, die schrottet, und das war nicht mein Plan. Gut, probieren wir das Ganze nochmal. So, nochmal. So, wir sind jetzt ganz freundlich zu dem. Wir sind fast Fahne Stufe 2. So, lassen wir ihn wenden. Boop. Ein weißer Volkswagen. So, okay. Lass cruisen wir einfach so ein bisschen mit dem. Machen wir so ein cooles Video mit der GoPro. Und dann. Oh, ich steig aber schnell links. Wir sind fast Fahrstufe 2. Wollen wir den mal anstupsen nochmal? Hallo. Können wir irgendwie noch Kopfgeld ein bisschen sammeln? So, und jetzt sind wir fast Fahrstufe 2. Dann kommen die Undercover Cops. Oh, hallo. Danke fürs Kopfgeld. Da gibt es kein Kopfgeld. Oh, hi du. Wow, alles klar, was hat der für einen Rückwärtsgang? Bitte. 285.000 km oder was? So, wir wollen ja nochmal runter von der Strecke. Das gibt uns nämlich auch nochmal ein bisschen Kopfgeld. Ah, ja, nicht verlieren. Und jetzt haben wir Fahndungsstufe 2. Genau, die ziehen dann immer ab und dann... Leute, bitte. So, jetzt müssen wir kurz die finden. Komm schon, du musst irgendwo einer sein. Warum hat er uns genau jetzt verloren? So, wir wollen immer schnell rumfahren und gucken, ob wir ihn auf der anderen Seite abfangen können. Leute, in 10 Sekunden bin ich entkommen. Kopf's. Aber okay. Jetzt geht's schneller, weil wir jetzt die nächste Fahndungsstufe haben. So, jetzt haben wir nämlich Undercover Cops. Diese bringen uns nämlich mehr Geld, wenn wir sie kaputt machen. Ja, das ist nämlich die dritte Verfolgungsjagd hintereinander. Kein Wunder, dass es bekannt vor. So, hier einmal Kopfgeld, 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 Kopfgeld. So, einmal noch die Bushaltestelle kaputt machen, denn ich protestiere gegen die öffentlichen Verkehrsmittel hier, die sind viel zu teuer. Aha. So, einmal noch durch den Rauch, damit wir noch geiler Aufnahme haben. Und wir haben jetzt mehr Einheiten als 10 Einheiten, die uns folgen. So, oh Gott, da war ja schon fast wieder ein Kommen, mein Gott. Aber wir holen hier ganz gut Kopfgeld, sobald die nächste Unit da ist, werden wir den auch weghauen. Das war ich dann immer danach. Ja. So, 2000 brauchen 5000 Kopfgeld. Dann 10 Units, also mit den Units sollten wir es auf jeden Fall hinkriegen. Weil die bringen, glaube ich, 500. Ja, rammt euch mal gegenseitig. Hallo. So, okay. Da wollen wir uns jetzt gucken, ob wir die irgendwie wegkriegen können. So, nur nicht geschnappt werden. 3000, also 2000 insgesamt noch. Ja, die halten auch mehr aus. 1500, komm. Komm, ich schwing ein Popo. Mein Auto-Popo. Okay, wir sind ziemlich langsam. Und wir haben die ersten Straßensperren. Komm, drehen wir mal um. Wollen wir mal zur Straßensperre? Das bringt nämlich gerade extra Kopfgeld. So. Einmal zur Tank. So. Charlie 12. Schön, Straßensperre. So. 4500. Einfach so. Und da haben wir den Kopfgeld. Und jetzt wollen wir abhauen. Da können wir nämlich Vic herausfordern. Da können wir uns Richtung 12 machen, da können wir unseren Mustang kaufen. So. Okay, hallo. Komm mal mit. Jetzt ist nur langsam an der Phase, wo es dann schwieriger wird zu entkommen. Wenn man dann will, dann wollen die nicht. Oh. Komplette Zerstörung. So, Kopfgeld 10.000 haben wir jetzt. Von 5.000 gebraucht. Ja, ausgefallen ist, glaube ich, sehr... Oh, scheiße, das ist, glaube ich, eine Übertreibung. Oh.
Wir haben keine Ahnung, dass wir hier sind. Nee, 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 nicht hier. Ausböse, ich bin hier. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Nicht hier lang. Oh, fuck. Okay, komm doch. Komm, komm. Den müssen wir irgendwie loswerden. Jetzt wird es um einiges problematischer, alles. So, okay. Okay, das war sehr ineffektiv, das Umdrehen. Verdächtiger befindet sich im Park. Standby. Im Park? Ah, nee, so, ist wirklich ein Park. Ich dachte, es wird Golf. Platz. Was ist das für ein Riesenpark? Kommt. Okay. Scheiße, haben wir links Verfolgungsstopper irgendwo. Hier lang. Danke. Kommt mal mit, hier ist irgendwas, womit ich euch töten kann. Ah, hi. Schirp. Bam. Auch nochmal raufknallen, wunderbar. So, hier entlang. Und ich glaube, auf dem Golfkurs war der, oder? Der. Das Abhauteil. So, auf dem Golfkurs sind auch gerne mal Polizisten, warum auch immer. Wer hat mich gesehen? Wer hat mich gesehen? Du Sack, Alter. So viel zum. Auf dem Golfplatz sind gerne mal welche, ne? Ist nicht der Donut-Shop. Ah, das ist der einzige, der hier noch ist. Der nicht kaputt ist oder so. Willst du einfach kaputt gehen, bitte? 1 Minute 39 auf Verstärkung. Das haben 1 Minute 36, um den kaputt zu machen. Nicht nur in die Seite. Willst du? Danke. So, dann wollen wir mal da hinfahren, weil die alle bewusst sind zum Glück. Hier wollte ich doch verarschen. Nicht hierher kommen. Nicht hierher kommen. Spawnt da gerade wieder ein, Alter. Bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Bleib weg, bleib weg. Ich will kommen. Bleib weg, verdammt. Ich will es nicht. Komm. Auf dem Weg zur Verfolgung. Bleib ich der Verfolgung. Dann wollen wir dich auch nochmal zerstören. Mein Gott. Das ist ein bisschen Mist, dass die hinter einem spawnen. Okay, dann machen wir es auf die klassische Art und Weise. So, links ist eine Straßensperre, die ignorieren wir mal gekonnt. So. Gut. Okay, danke. Das soll es jetzt aber sein. Hoffentlich. Okay, hier haben wir jetzt auch so einen Entkommensspot. Okay, hier rein. Ja. Aua. So war das nicht geplant. So, versteckt. Wunderbar. Gut, jetzt sollten wir auch das Geld insgesamt haben, sonst müssen wir nochmal ein paar nach Radarfallen machen. Aber nee, wir haben das Geld. Perfekt, 30.000. Oder es fehlen jetzt noch 100 oder so. Aber ich glaube, wir sollten bereit sein für Weg, oder? Ja. Oder? Hier ist Mia. Ich habe ein paar nützliche Infos über die Cops. Du kannst sie abschütteln, indem du dich an bestimmten Orten versteckst. Du musst nur aufpassen, dass du aus der Sichtlinie verschwindest. Diese Orte sind überall verteilt. Halt die Augen danach offen. So, wunderbar. Und Vic ist der Nächste. Vic ist dran. Das ist der Trottel, von dem ich dir erzählt habe. Razors Prügelknabe. Er hat dich herausgefordert. Streich ihn also von der Blacklist. Das sollte Razor und seinen Leuten eine Lehre sein. Ich unterstütze dich, bis du es geschafft hast. Wunderbar. Und danach stellt er sich dann gegen uns sowas. Es dürften drei... immer noch zwei rennen. Alles klar. Auf geht's, Vic. Jetzt dürfte das mit dem Kopf sein. Wie gesagt, Donut schon. Ja, ich bin so gut. Ich glaube, das ist das Beste von allen, was ich in Erinnerung habe. Vic die ganze Zeit. Und sein Supra. Aber der war echt gut, glaube ich. Wenn wir den kriegen, könnten wir geil.
So, 3, 2, 1, auf geht's zum Kampf, Richtung Blacklist 13. Oh, okay, das ziehen wir ganz schön gut weg. Bei der dürfte aber höchstgeschwindig. Jetzt zieht er ab. Hallo. Wollen wir mal ein bisschen unfair spielen? So, ich wollte ihn nur vor dem Pickup schützen. Danke, Kurve. Ja, schön, tschüss. Hier können wir früh von der Seite die Kurve nehmen. Und fahren komplett andere Linie als Aua, danke. Ah, das ist Karma, mein Lieber. Dass du jetzt gegen die Wand stehst. Das ist Karma, sage ich dir. Allerbestes Karma. So muss das. Danke. Karma's Bitch. Wir haben hier jetzt deswegen sehr guten Vorsprung. Und jetzt kommt Karma auf mich, weil ich mich drüber lustig gemacht habe. Gut, hier schnell, aber durch den Kreisverkehr. Links, rechts, links. Andersrum, rechts, links, rechts. So. 26% sind wir durchs Rennen. Und dann wollen wir hier weiter durchkommen. Durch die komischen Kringelkurven. Aber aufpassen, da bin ich sehr konzentriert, dass wir die halbwegs gut kriegen. Du bleibst mal bitte hier. Haben wir ihn gerade? Ja, haha, das könnt ihr blockieren. Ich weiß nicht, ob wir so lange da bleiben, aber naja, wir haben einen halben Kilometer Vorsprung auf Weg. Wir werden nicht durch die Tiefgarage fahren, weil ich glaube, die ist keine Abkürzung möglich. Und hier führt so selten ein Rennen durch. Halben Kilometer haben wir jetzt. Ja, wunderbar. Oh genau, die Springer. Die sind immer fies. Ah, und Sprung und... Autsch. So. Okay, hier weit rechts bleiben. Auch weit rechts bleiben, damit wir sofort nach links rüber können. Gut, das hätten wir beim letzten Mal falsch gemacht. Aber schön versuchen, auf dem Asphalt zu bleiben. Das gibt uns viel mehr Traktion als das Gras. Vor allem jetzt, wenn es nass ist. Alles klar. 60% sieht ganz gut aus für uns. 600 Meter. Der hat sich gedreht. Oh ja. Irgendwo heftig gegengefahren. Das ist ein Chaosrennen für den. Wir haben fast einen Kilometer Abstand im Blacklist-Rennen. Alles klar. Oh, gleich wird er sich ein bisschen nah rubberbanden. Danke. Aber wir dürfen nicht die Abkürzung nehmen. So ein Sack hat das festgelegt. Boah, aber wir kriegen gerade die Kurven auch super. Muss ich sagen. Das klappt gerade einfach. So, hallo Pickup. Danke. Ja, plötzlich 300 Meter näher. Alles klar. Glaube nicht. Aber das haben wir halt in der Tasche. Da kann uns eigentlich nichts mehr wegstoßen davon. Aber es ist immer gut, das zu sagen. Besonders, wenn wir jetzt hier in so einen Abschnitt kommen, wo es ganz schnell was passieren kann, was böse ist. 95%. Wunderbar. Das haben wir. Das erste Rennen haben wir ganz locker in der Tasche, weil der sich zweimal rausgehauen hat. So, auch wenn wir jetzt, glaube ich, gleich gerade ausgehen, den Highway krachen. Und jetzt haben wir das zweite Rennen und dann haben wir ihn auch schon wieder. Perfekt. So, weg. 3, 2, 1. Auf geht's. Wir kommen so viel besser als der mal weg. Er zieht ja eben dann irgendwann an. Aber das schaffen wir schon. Gucken, müssen wir aufpassen, dass er uns da nicht wegrammt. Und er hat die Innenseite weggenommen und uns gerammt. Also nicht wirklich von hinten, aber von der Seite. Und das war fies. Okay, das ist blöd. Komm schon. Jetzt können wir aber rein in die Mitte. Ah, hätte ich früher Gas gegeben, hätte ich gewusst, dass es hier lang geht. Hätte ich auf die Map gucken müssen. So, okay, zurück rein. Perfekt. So, tschüss hier, Vicky. Und wir halten uns jetzt hier hoffentlich länger vorne. 30%, also jetzt haben wir ein Drittel geschafft. Ah, diese scheiß Telefonzelle. Immer wieder diese Telefonzelle, sage ich euch. So, aufpassen, dass er uns nicht wieder rauffährt. Ah, oder aufpassen, dass wir auch nicht irgendwo gegenfahren. Jetzt müssen wir ihn rapieren. Ah, scheiße. Ah, fuck. Konzentrieren. Ey. Komm schon. Danke fürs Abbremsen nach vorne. Sehr freundlich. So, auf die Innenseite. Und früh rein. Perfekt. Jetzt die Kurve nehmen. An unserem Unterschlupf vorbei. Einmal Mia wegen. Hallöle. Und weiter geht's. Richtung Gefängnis. Okay, jetzt müssen wir bei den Kurven wieder riesig aufpassen. Wie gesagt, die Kurven sind immer so eine Sache. Da holen die so schnell auf, die KI. Okay. Deswegen muss ich jetzt auch durchaus häufiger nach hinten gucken, damit wir ihn blockieren können. 75%. Ah, sehr schlecht die Kurve genommen. 80%. Bin in den Parkplatz, er auch. 84%, komm schon. Ach gut, er hat viel zu scharf die Kurve genommen.
Ah, das macht aber auch nicht besser. Das Kleingeld brauche ich nicht, Leute. Au, au. Komm schon, jetzt dürfte er gleich nochmal kommen, oder? Ja, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, wir haben's. Und wir sind die Blacklist Nummer 13, meine Lieben. Und abserviert. Klick. Gut, weiter geht's. Glückwunsch, zwei Symbole. Kriegen wir seinen Wagen? Ich hoffe es, denn der ist echt gut. Und zum Glück verbirgt er sich auf der ganz linken Seite. Oh, da wird er nicht sein. Komm. Oh. Bitte, 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 bitte. Nein. Fuck. Sein Wagen, den ich unbedingt wollte. Oh, fuck, aber 25.000. Naja. Wir haben Captain Beach. Und jetzt kommt Izzy. Sie hat einen Mustang, ne? Ich glaube, sie hat einen Mustang. Ne, den RX-6, genau. Gut. Weg ist Vic. Jetzt kommt Izzy. Easy. Alles klar. Auf geht's. Wollen wir sie uns holen? Mia, sehr gut. Hab gehört, du hast es bis nach Camden Beach geschafft. Sauber. Dieser Rock legt sich anscheinend ins Zeug. Ich hab dir einen Unterschlupf in Küstennähe besorgt, damit du nicht nach Rosewood zurückfahren musst. Wäre sonst ein langer Weg, wenn die Cops hinter dir sind. Sei vorsichtig und lass dich nicht erwischen. Ah, das dürfte jetzt ein Vergnügungspark sein, ne? Wollen wir mal. Also hier, das haben wir jetzt alles freigeschaltet. Gebiet. Gut, Tuning Shop, wir wollen mal zu dem Unterschlupf. Können wir schnell reisen? Nee, stimmt, es ging nur per Dings. Egal. Wir wollen aber einfach mal nach rechts zum Tuning Shop und wollen den nochmal auftunen, auch wenn wir eigentlich auf dem Mustang sparen wollen, aber naja. Ohne, hätten wir den Wagen von Vic gehabt, hätte das jetzt geklappt vielleicht, aber Karos, ah, jetzt haben wir den nächsten Kit 2. 2. Das 3 sieht viel extremer aus als das 2. Die Musik ist so gut. So, okay. Izzy kriegen wir dann. Also wir sind eigentlich genau auf der, dem, was wir haben. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 63.000, das ist ganz gut. Ja, stimmt, wir haben ja ganz viel, viel gewonnen jetzt auch. Das können wir eigentlich dann da rein. Das ist jetzt 12.000. Leute, ich muss Mustang kaufen. Und den upgraden. Was haben wir denn alles zum Upgraden? Haben wir aber noch was anderes zum Upgraden? Ja, wir haben Sportbremsen. Und Turbo. Okay. Fahrwerk und Bremsen. Also die wollen wir upgraden. So. Und Fahrwerk. Das ist nämlich der Getriebe war es, ne? Ja. So, gut. Das gibt ein bisschen, kostet ein bisschen, aber dann haben wir ihn noch besser. Und das sollte dann auch reichen. Für die nächste Nummer auf der Blacklist. Und dann können wir uns den Mustang kaufen. So, was will denn überhaupt Izzy? 4 Rennen, 3 Meilensteine, 180.000. Was sind das für Meilensteine? 8 Pizzawagenrahmen, weniger als 3 Minuten, mehr als 4 Minuten und 2 Radarfallen. Nichts Schweres. Kopfgeld ist immer so eine Sache. Rennen. 8 Rennen, sagte sie. 4 Rennen. Und wir haben das erste Drag-Rennen. Nice. Mautstelle, Radarfalle, Sprint, Radar. 1, 2, das ist ein kürzer. 7, 7, 7, 6. Machen wir, denke ich, die 4. Gut, wir müssen kurz was umstellen für das Drag-Rennen, aber. Weil ich glaube, ich meine Einstellung nicht eingestellt habe. Handbremse, Speedbreaker, Nitro, runterschalten, hochschalten. Nee. So. Hochschalten. Nee, andersrum. Warum ist runterschalten über? Nee. So, so. Gut. Dann sollten wir, ich fahre nicht manuell, nicht für Speed auf, also Forza okay, aber nicht für Speed auf manuell Schaltung ist mir noch ein bisschen zu viel. Vor allen Dingen mit Tastatur. Rennen. Drag Rennen, ich liebe Drag Rennen.